Ich habe bei Tickle2Go für 3,90 Euro Backwaren von Dents Biomarkt gekauft. Das ist immer ausverkauft, aber lohnt sich das überhaupt? Ich war einfach geschockt, als ich da war. Denn die Tüte, die sie mir gegeben hat, war einfach größer als mein Kopf. Und richtig schwer, Leute. Das muss ich natürlich mit euch auspacken. Neben Schokocroissant und Rosinenbrötchen gab es auch Käsestange, Schokohefebrot und so einen riesen Klotz von Vollkornbrot. Ach, und noch ein Franzbrötchen. Ja, das alles für 3,90 Euro. Das Franzbrötchen war gefüllt mit Apfelmus. Richtig lecker. Dieser Schokobrot war ein bisschen trocken, aber trotzdem genießbar. Käsestange war 10 von 10. Rosinenmilchbrötchen war so lecker. Schokocroissant war okay, aber insgesamt hat es sich richtig gelohnt.